Moin Magic Soul, wusstest du, dass dein inneres Kind eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt, ob du mit deinem Seelenpartner zusammenkommst oder nicht? Denn es ist nicht nur der Schlüssel zu deinem Seelenpartner, sondern es ist auch eine deiner kraftvollsten und oft unterschätzten inneren Instanzen, ohne deren Erlaubnis es dir kaum gelingen wird. Ohne deren Erlaubnis es dir auch schwerfallen wird, eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft zu leben. Ohne deren Erlaubnis deine Wünsche nicht wahr werden können. Warum das so ist und was du tun kannst, um dein inneres Kind kennenzulernen und zu heilen, ja, alles noch viel mehr verraten wir dir jetzt. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele live aus Kapstadt und einem Special Guest, meinem inneren Kind, Annie. Okay, los geht's. Hast du dein inneres Kind schon kennengelernt? Schreib das gerne mal in die Kommentare. Wenn ja, wirst du wissen, wie besonders und berührend und wie sehr das dein Leben bereichert hat. Ja, als ich 2008 meine Lüde kennengelernt habe, meine Annie, ich weiß noch, das war ein sehr, sehr bewegender Moment. Ich hatte damals ja das erste Mal in Kapstadt gelebt. Ich hatte ja die Reise zu mir selbst angetreten, sozusagen. Ich wollte mich selbst finden. Und da gehörte natürlich auch dazu, sich mit meinem inneren Kind auseinanderzusetzen. Ich hatte schon ein bisschen was gelesen und ich wusste, an diesem Tag ist es soweit, dass ich die Kleine kennenlernen würde. Und ich weiß noch, das war abends gewesen, es war schon dunkel, ich hatte ein paar Kerzen angemacht und da erschien sie mir vor meinem geistigen Auge mitten in meinem Loft und das hat mich sehr berührt und es berührt mich auch heute noch, weil ich nicht damit gerechnet hätte, wie intensiv diese Begegnung sein kann. Sie stand da ganz pur in einem kleinen Kleidchen, so ungefähr 5 bis 6 Jahre, und sie war ganz schüchtern, sie war irgendwie traurig und sie war total misstrauisch mir gegenüber. Boah, und das ging so in mein Herz rein, das glaubst du überhaupt nicht, weil ich echt dachte, misstrauisch, oh mein Gott, was habe ich nur gemacht? Was ist da überhaupt los? Und ich weiß noch, ich konnte dann mit ihr kommunizieren und ich konnte sie dann auch irgendwann in den Arm nehmen und wir haben ganz bitterlich geweint, wir beiden, weil das auf einmal auch so war wie Ankommen. Es war so wie Ankommen bei mir selbst und es war so rührend und es war so schön und auf einmal fühlte sich so alles voller Liebe und ab dem Zeitpunkt, das war wirklich ein Turning Point in meinem Leben, habe ich für mich entschieden, dass ich ab jetzt die Verantwortung für mich und die Kleine übernehme. Dass sie nicht mehr verletzt wird, dass sie, natürlich gehören auch Verletzungen mit zum Leben, aber dass ich auf sie achte, dass ich auf sie aufpasse und dass ich ihr all meine Liebe gebe, nach der sie sich so lange gesehnt hat und dass ich immer für sie da bin, egal was ist. Und das Schöne war einfach so mit der Zeit, also als wir dann immer mehr uns so angenähert hatten und so für uns geschaut haben, wie wollen wir denn miteinander leben, wurde sie immer quirliger, aufgeweckter und ach, das ist, seitdem sie an meiner Seite ist, ist es so, als ob immer Liebe in mir ist. Das ist so unglaublich schön und sie hat auch so tolle Ideen und das ist so kreativ und das ist so fröhlich und ich konnte ihr eben helfen durch sie, weil es für mich eben auch Zeitzeugen sind, die uns genau zeigen können, wo letztendlich unsere Wunden entstanden ist, wo das entstanden ist, was uns eben blockiert, was uns Angst macht, woher unsere Glaubenssätze kommen. Das ist mega cool. Durfte ich ihr dabei helfen zu heilen und damit natürlich letztendlich mir. Und ich durfte auch was ganz, ganz Tolles von ihr lernen, nämlich wieder mehr in meine Leichtigkeit zu gehen, wieder mehr in dieses Unbeschwerte, was Kinder letztendlich haben und in diese Lebensfreude und diese Neugierde ja, diese Neugierde und Offenheit für das Leben, was noch alles für Möglichkeiten auf uns warten, was da noch alles Wundervolles passieren kann, welche Wunder auch möglich sind, wenn wir uns dafür öffnen. Und seitdem trage ich sie nicht nur in meinem Herzen, sondern sie ist auch eine meiner wundervollsten, wertvollsten und wichtigsten Beraterinnen meines Lebens geworden. Und sie war es auch, die mir half, mit meinem Seelenpartner Lutz zusammenzukommen, denn sie gab mir ihre Erlaubnis. Ich bin da so dankbar für, das glaubst du überhaupt nicht. Und auch wenn ich mit meinen Kunden in der Selbstermächtigungssessions, wenn sie ihren inneren Kindern begegnen, das ist so
so wunderschön, das ist so berührend und ja, wir können so viel auflösen, so viel aufdecken und transformieren. Das ist wirklich der Wahnsinn, was wir in so einer Session letztendlich eben ans Licht führen können, was wir verändern können, wirklich mit einer neuen ID und allem Möglichen, wo wir wirklich zu der Version werden, die eben ja, unsere Wünsche möglich werden lassen. So, das können wir natürlich jetzt nicht in diesem Podcast-Video machen, aber du wirst ein neues Bewusstsein bekommen, was dein Leben schon mal verändern wird. Und du wirst natürlich den einen oder anderen Tipp bekommen, wie du mit deinem inneren Kind in Kontakt trittst, um es zu heilen. Bevor wir dir aber verraten, wie du das genau machst, wollen wir uns erstmal anschauen, warum ist das so? Für mich haben innere Kinder zwei ganz wichtige Aufgaben. Zum einen sind sie unsere Helden und unsere Beschützer. Denn dein inneres Kind repräsentiert deine emotionalen Erfahrungen und Prägungen aus deiner Kindheit. Und das umfasst deine ursprünglichen Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Ängste, dein Freud und Leid, all das, was dir passiert ist, egal ob positiv oder negativ, was du ganz tief in dir verwurzelt hast. Und das wiederum beeinflusst maßgeblich, wie du dich und die Welt siehst, wie du dich und die Welt und dein Umfeld wahrnimmst, wie du auf verschiedene Situationen reagierst, was dich triggert, was dir gut tut, was dir nicht gut tut, was dir weh tut, was dich glücklich macht, wovor du Angst hast und was dich blockiert. Ich meine, du musst mir überlegen, dein Selbstbild erschaffst du dir in den ersten Jahren deiner Kindheit. Wie up-to-date ist denn das? Und all diese Programmierung, dieses Filtersystem, womit du damals schon angefangen hast, wonach du heute teilweise immer noch lebst, weil das auf Autopilot geschaltet ist, ist doch der Wahnsinn, oder? Ich meine, da macht es doch Sinn, dass wir da mal aufräumen, dass wir da mal schauen, was ist da eigentlich los, um das einfach auch mal ändern zu können, oder? Und darum ist die Zustimmung bzw. die Erlaubnis deines inneren Kindes so entscheidend, denn es repräsentiert deine tiefsten Überzeugungen, deine Emotionen. Das heißt, wenn du noch ungelöste Ängste und Zweifel hast, wie Bindungsängste, Verlustängste, wenn du noch diese Selbstwertwunden hast, kann es dich nur blockieren. Das heißt, die musst du erst lösen, damit dir dein inneres Kind die Erlaubnis geben darf. Und machen sie das böswillig? Lass uns mal Annie dazu fragen. Wir wollen euch nur beschützen, was ihr einmal bestimmt habt. Süß, ne? Ja, aber das ist es doch. Das sind diese Glaubenssätze, diese inneren Überzeugungen, nach denen unsere inneren Kinder handeln. Die wollen uns nichts Böses, sondern sie wollen uns beschützen. Und das sind diese unausgesprochenen Gesetze, die wir als Kind irgendwann für uns erschaffen haben, als wir Situationen erlebt haben, die uns nicht gut getan haben, wo wir uns erschrocken haben, was vielleicht wehgetan hat, wo wir für uns Glaubenssätze festgelegt haben, damit wir das nicht nochmal erleben müssen. Aber aus der Sicht eines Kindes, mit dem Bewusstsein eines Kindes, was das ja alles überhaupt nicht richtig überblicken kann, sondern sich nur retten kann, und schützen kann, mit diesen Glaubenssätzen für sich alleine in dieser Situation? Und ist es dann nicht unsere Aufgabe, jetzt als Erwachsene, wo wir groß sind, das zu ändern und uns das zu geben und zu schenken, was zu uns passt, was unseren Wert auch wirklich darstellt und nicht, wo wir uns wieder klein halten, wie wir es so oft gemacht haben, weil wir doch auch dazu gehören wollten, weil wir doch auch geliebt werden wollten, weil wir es wieder den anderen recht gemacht haben. Nee, damit können wir jetzt aufhören. Aber da gibt es gleich noch mal ein paar Beispiele dazu. Jetzt wollen wir uns noch mal eben kurz den zweiten Grund, also auf die zweite Aufgabe eingehen, die unsere inneren Kinder haben, nämlich uns als Erwachsene wieder unsere Leichtigkeit, unsere Unbeschwertheit, unsere Fröhlichkeit, unsere Neugierde zurückzugeben, weil das finde ich mega cool.
Und dabei hat mir meine kleine Annie extrem geholfen, weil es bringt viel mehr Spaß, mit der Kleinen unterwegs zu sein, weil sie einfach so tolle Ansichten hat, so tolle Ideen hat und das Leben einfach auf ihre Art und Weise auch nochmal anders sieht. Und das tut uns Erwachsenen mal ganz gut, wenn da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Also dafür ist dein inneres Kind auch da. So, jetzt möchte ich aber ein paar Beispiele mit dir teilen, so dass es für dich greifbarer wird. Angenommen, du hast einen tiefen Verlust erlitten als Kind. Vielleicht ist jemand gestorben, den du ganz doll lieb hattest und der ganz, ganz wichtig war für dich. Vielleicht hat aber auch jemand die Familie verlassen. Also in meiner Generation waren das meistens die Väter, die in der Midlife-Crisis gegangen sind. Die meisten davon sind aber einfach gegangen. Die haben sich nicht mehr für die Kinder interessiert. Und ich weiß noch, wie sehr meine Freundinnen und meine Freunde darunter gelitten haben, weil sie einfach nicht mehr in ihr Leben passten. Ja, ich meine, hallo? Das ist doch logisch, dass du da Verlustangst aufbaust und auch irgendwo Bindungsangst hast. Ist doch klar. Ich meine, wenn ich jemanden lieb habe und der geht, darf ich denn überhaupt noch jemanden lieb haben oder geht er dann auch? Verlässt er mich dann auch? Ich meine, das spielt doch alles zusammen. Das ist doch kein Wunder, dass das entsteht. Aber das Schöne ist jetzt, dass du das jetzt heilen darfst. Natürlich gibt es auch andere Väter, die da ganz hervorragend mit ihren Kindern umgegangen sind und wo dann eben diese Wunde geheilt werden konnte. Vielleicht hast du aber auch einen Zwilling, von dem du gar nichts weißt. Das erlebe ich auch immer wieder in Channelings, dass ich da wirklich einen Zwilling channel und den wir dann eben überhaupt diese ganze Situation eben auch heilen können, weil oftmals, wenn du einen Zwilling hast, davon nichts weißt und auf diese Welt kommst, wirst du immer ein schlechtes Gewissen haben. Du wirst dir nie richtig erlauben, glücklich zu sein, richtig liebenswert zu sein oder auch lieben zu dürfen. Dann wirst du dir nicht erlauben, ein erfülltes und glückliches Leben oder auch eine Partnerschaft zu leben. Weil du immer ein schlechtes Gewissen haben wirst. Ich meine, stell dir mal vor, du hast schon so früh in deiner embryonalen Phase diesen Verlust erlitten. Und wenn wir das aufspüren, du glaubst gar nicht, wie lebensverändernd das ist, welche Lebensfreude auf einmal reinkommt, welche Erlaubnis. Und vor allen Dingen, meine Kundinnen sind dann auch nicht mehr allein, sondern sie sind dann zu zweit. Sie haben nämlich die Power dann auch noch von ihrem Zwilling, mit dem sie dann gemeinsam sozusagen durch die Welt gehen und die Welt ganz neu für sich entdecken, ohne schlechtes Gewissen. Das ist so berührend jedes Mal, das ist so lebensverändernd, das ist echt ein Life-Changer. Wow. So, es muss natürlich jetzt nicht immer so dramatisch sein. Also das ist, wie gesagt, bei jedem ja völlig individuell und unterschiedlich. Vielleicht bist du auch ein Sandwich-Kind. Dann hast du gelernt, niemals die Nummer 1 zu sein, sondern immer die Nummer 2. Und jetzt erklärt es vielleicht auch, warum du weiterhin die Geliebte in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess bist und gar nicht auf die Idee kommst, es wirklich für dich annehmen zu können, die Nummer 1 zu sein, weil du es nie warst. Vielleicht haben deine Eltern dir aber auch, und damit möchte ich jetzt nicht die Eltern angreifen, überhaupt nicht, vielleicht hatten deine Eltern aber auch einfach zu wenig Zeit für dich oder du hattest das Gefühl, sie hatten zu wenig Zeit für dich. Vielleicht haben sie dir zu wenig Liebe gegeben, du hättest dir mehr gewünscht, zu wenig Aufmerksamkeit, was du dir mehr gewünscht hättest. Vielleicht waren sie beide sehr berufstätig und haben alles dafür getan, sozusagen, damit das Geld reinkommt, damit du auch eine schöne Kindheit hast. Vielleicht hast du dir aber viel mehr die Liebe gewünscht, was es auch immer da war. Dann ist doch klar, dass du das Gefühl hast, es nicht wert zu sein. Und auch das spiegelt sich wieder in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess wieder. Dass du wieder das Gefühl hast, nicht wert zu sein, weil er sich abwendet, weil er dir nicht die Zuwendung gibt, weil er dir nicht die Zeit schenkt, die du dir so sehr wünschst. Und da ist wieder das innere Kind da. Da sind wieder diese alten Selbstwertwunden, die aufbrechen. Vielleicht bist du auch vom Spiel nach Hause gekommen, du hast was ganz Tolles erlebt. Oh, das wolltest du jetzt deiner Mama erzählen und du prescht auf sie zu und sagst, Mama, was ich erlebt habe, und das ist so toll. Und sie ist vielleicht harsch zu dir und hat keine Zeit und wirkt dich ab und ist vielleicht total genervt, was auch immer. Was passiert da mit dir als Kind? Ein Trauma entsteht, allein schon bei so einer Situation. Und merkst du, wie zart die Kinder sind, wie schnell ein Trauma passieren kann, weil du erschrickst dich und dann entstehen ja diese Glaubenssätze. Diese
inneren Gesetze, die unbewusst passieren, weil dir das nie wieder passieren soll. Diese inneren Beschützer auch sozusagen, die wir als Kinder dann für uns unbewusst gewählt haben, um uns zu schützen, weil wir es nicht besser wussten. Weil wir dann abspeichern, ich darf nicht einfach so stürmisch sein oder ich darf nicht einfach losplappern, sondern ich muss mich zurückhalten, ich muss erst überlegen, was ich sage, ich muss erst gucken, ist der Moment überhaupt da, darf ich überhaupt etwas sagen, merkst du, wie du dich zurücknimmst? Und das kann so weit hingehen, dass du wirklich das Gefühl hast, dass es nicht wichtig ist, was du sagst. Und das kann sich bis ins Berufliche reinziehen. Habe ich auch oft gehabt, Kunden, die nicht wussten, was da los ist, warum die nicht richtig sagen können, was sie wollen, obwohl sie doch sonst so tough sind, warum sie immer das Gefühl haben, dass ihre Meinung nicht wichtig genug ist, warum sie sich nicht richtig präsentieren können. Das ist der Hammer, was da passiert. Nur weil diese Situation damals war, aber merkst du, wie tiefgreifend das ist und wie facettenreich? Und genauso ist es mit deinem Seelenpartner. Oh, ich darf nichts sagen. Weil dann verärgere ich ihn vielleicht. Weil wenn ich was sage, ich muss irgendwie mein Leben nach ihm ausrichten oder ich muss gucken, wie es ihm am besten passt. Nee, weil dann verbiegst du dich wieder. Und das hat mit einer Seelenpartnerschaft nichts zu tun. Aber er spiegelt dir das. Du weißt ja, Seelenpartner sind die besten Spiegel, die es gibt. Die Leckerbissen, die sie uns vorgeworfen haben, damit wir endlich aufwachen, damit wir endlich anschauen, was da bei uns los ist, damit wir es endlich heilen, damit wir uns endlich befreien. Und dein Seelenpartner ist der Weg zu dir. Also wirklich geschickt eingefädelt von den Seelen. Du weißt ja, ich bin ein absoluter Fan von. Das Spannende ist jetzt allerdings, bei Seelenpartnern hast du es ja nicht nur mit einem inneren Kind zu tun, sondern mit deinem inneren Kind und mit seinem inneren Kind. Und das ist jedes Mal so süß, wenn die sich begegnen im Channeling, das glaubst du überhaupt nicht. Die sind ja, also die lieben sich ja abgöttisch. Ne? Also das ist ja wirklich, wenn die sich das erste Mal sehen, Hammer. So, nun kannst du natürlich sagen, ich meine, wenn die sich so abgöttisch lieben, Annette, warum geben die denn nicht das Go? Ja, würden sie ja gerne, aber du hast ja Gesetze abgespeichert sozusagen oder festgelegt, die denen das nicht erlauben. Sie würden dir so gerne die Erlaubnis geben, weil sie so gerne mit dem anderen zusammen sind. Aber wie gesagt, du hast für dich einmal bestimmt, nein, ich bin es nicht wert, nein, ich bin nicht liebenswert, nein, du weißt, was ich meine. So, du merkst also, wie wichtig das ist, dass du dein inneres Kind heilst, oder? Ich glaube, jetzt kannst du auch besser verstehen, was auch da in ihm vorgeht, warum er manchmal noch nicht das Go bekommt, mit dir zusammen zu sein. Was aber auch spannend ist, wenn du jetzt vielleicht denkst, so, ich arbeite schon an meinem inneren Kind, aber er noch nicht, wie geht denn das dann? Dass bei Seelenpartnern ja diese tiefe Verbindung ist. Das heißt, dass wenn einer damit anfängt zu heilen, es dem anderen leichter macht, es auch zu tun, ihm mehr Mut gibt. Das natürlich passiert alles energetisch, aber das ist mega cool. Das heißt, wenn du schon auf deinem Weg bist, wenn du schon mit deinem inneren Kind zusammengekommen bist oder jetzt kommen möchtest, ist das perfekt, weil damit wirst du eben auch ihm helfen, dass es ihm eben auch leichter fällt, dass auch er mehr Mut hat, da eben an sich zu arbeiten und das eben zu heilen. Das heißt jetzt aber nicht, dass du zu 100% geheilt sein musst, um eben mit deinem Seelenpartner zusammenzukommen oder eine erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft zu leben. Das heißt es nicht, weil ihr noch ganz viel heilt zusammen. Aber du merkst, es muss die Basis da sein, weil wenn du dir das nicht erlaubst, wird es nicht funktionieren. Wenn er sich das nicht erlaubt, wird es nicht funktionieren. Darum ist es ganz, ganz wichtig, dass zumindest einer schon mal damit anfängt, in die Heilung zu gehen. Und darum habe ich mir heute überlegt, wollen wir mein inneres Kind fragen. Annie, stellvertretend für alle inneren Kinder, damit wir als Erwachsene überhaupt mal begreifen, was die eigentlich wollen, was sie sich wünschen, damit wir ihnen das geben können, damit wir sie endlich heilen können, damit wir uns befreien können, um endlich wir selbst zu sein, uns nicht mehr limitieren, sondern unsere wahre Größe gehen können, damit wir unser schönstes Leben leben können, damit all unsere Wünsche in Erfüllung gehen und damit auch du mit deinem Seelenpartner zusammenkommst. Okay? Gut, los geht's. Dass ihr uns endlich seht und nicht mehr weglauft vor uns. Dass ihr uns in den Arm nehmt und knuddelt. Dass ihr stolz auf uns seid, was wir alles durchgestanden haben. Weil wir sind nicht weggelaufen. Wir haben euch nicht im Stich gelassen. Wir haben das durchgestanden. Darum seid doch jetzt für uns da. Und lasst uns das gemeinsam lösen. Wir sagen euch alles. Wir sind doch da gewesen. Wir haben das doch erlebt. Fragt uns doch, kommuniziert mit uns, dass wir euch sagen können, was da damals war, damit ihr das auflösen könnt. Ihr seid doch jetzt groß und stark, ihr könnt doch das jetzt. Aber es bringt nichts, wenn ihr weglauft.
Weil wir sind doch immer da, wir sind ein Teil von euch. Erst wenn ihr stehen bleibt, euch umdreht und euch es anschaut, wenn ihr mit uns redet, wenn ihr uns in den Arm nehmt, wenn ihr uns liebt, können wir das gemeinsam lösen. Und wir garantieren euch, wir geben euch dafür ganz viel Liebe, ganz viel Neugierde zurück, ganz viel Lebensfreude und ganz viel Unbeschwertheit und Leichtigkeit, dass wir gemeinsam einfach die Welt neu entdecken. Denn das können wir. Dafür stehen wir Kinder. Darum sprich mit uns. Wir sind da. Wir lieben euch. Wow. Ja, das sind unsere inneren Kinder. Sie nehmen uns nichts krumm, ne? Dabei haben wir sie nicht gerade besonders gut behandelt. Aber das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Das ist der Wahnsinn, wie diese unsere inneren Kinder leben, nämlich bedingungslos. Also da können wir uns wirklich noch eine Scheibe von abschneiden, da können wir wirklich so viel lernen. So, aber wie kommst du nun in Kontakt mit deinem inneren Kind? Wie kannst du mit ihr kommunizieren? Das kann in einer Meditation sein, wo du dein inneres Kind triffst. Du kannst es dir auch gemütlich machen, wie ich damals, Kerzenschein mit schöner Musik, sodass du eine richtig schöne Atmosphäre schaffst und dein inneres Kind energetisch einlädst. Du kannst aber auch Schreiben als Medium benutzen, um mit deinem inneren Kind in Kontakt zu treten, um mit deinem inneren Kind zu kommunizieren, indem du zum Beispiel eine Frage aufschreibst und dann wirklich deine Hand schreiben lässt, so dass die Antwort kommt. Du kannst es in einem Channeling machen, wo du deinem inneren Kind begegnest. Und wenn du in die Verbindung mit deinem inneren Kind gehst, vielleicht hast du da auch schon Übung drin, bist so dicke wie ich und Andy, dann geht es natürlich schneller. Vielleicht dauert das auch ein wenig länger. Sei auf alle Fälle geduldig mit dir und voll in der Liebe. Und dann weihe dein Kind ein, dein Inneres, in deine Wünsche, in deine Ziele, in deine Träume, in deine Ideen und frag, was es davon hält. Und du wirst überrascht sein, welche Antwort du bekommen wirst. Und du kannst auch tiefer nachfragen, weil es wird dir genau sagen, was es davon hält. Diese Glaubenssätze, die du für dich irgendwann mal unbewusst verankert hast. Und sie werden dir dann bewusst, sodass du sie dann angehen kannst und ändern kannst. Ist das nicht cool? Aber wunder dich nicht, es kann passieren, dass dein inneres Kind eher kurz und knapp angebunden ist, weil es noch spielen will. Aber es ist immer on point. Dann kannst du dich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit deinem inneren Kind verabreden und wenn es da mehr so eine Sammellaune ist, das eben einfach noch vertiefen. Aber es ist wirklich immer ein ganz besonderer, ganz berührender Moment, Zeit mit deinem inneren Kind zu verbringen. Vielleicht braucht das manchmal auch nur eine Kuscheleinheit. Wichtig ist, dass du jetzt anfängst, dein inneres Kind zu sehen. Dass du es anfängst zu ehren, dass du es anfängst zu wertschätzen, dass du es anfängst zu lieben. Denn es ist dein inneres Kind und das bist auch du. Das Spannende ist, wenn du dir das bewusst machst, welcher Glaubenssatz dahinter steckt, welche innere Überzeugung, kannst du sie ändern? Du kannst nur etwas verändern, wenn du es dir bewusst machst. Und dann frag dich mal, ist es das wert, dass ich an diesen Glaubenssatz weiter glaube, es nicht wert zu sein, mit meinem Seelenpartner zusammen zu sein? Willst du daran weiter glauben oder willst du ihn verändern? Dann veränder das. Weil das kannst du. Hol dir die Macht zurück und verändere, was dir nicht gefällt und schenke dir einen neuen Glaubenssatz. Ist ein Prozess, ganz klar, denn du musst ja erstmal deine ganze Programmierung, deine ganze Neuronenbahn verändern, damit es auch wirklich tief in dein Unterbewusstsein geht, dass du das letztendlich auf Autopilot schalten kannst. Denn das ist dann ein Glaubenssatz, der dich nicht mehr limitiert, sondern der dich fördert, der dir dabei hilft, dass du dir deine Wünsche erfüllen kannst, dass sie wahr werden. Denn das ist dann die Erlaubnis deines inneren Kindes und die Erlaubnis wird sie mit Freude geben. Du weißt, alles beginnt in dir, du entscheidest. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie du dich entscheidest für dein inneres Kind oder dagegen. Wir hoffen, dir hat dieses Podcast-Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten. Ciao for now. We love you. Du bist Magic. Deine Annette. Annie. Und easy.